nobody but me. And every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town to talking, 'cause she's a genuine Athena from her head down to her feet. I don't rank high in society, I don't possess a PhD, but I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. Nobody but me. Now every time my sweetie goes walking down some sunny street, she always sets the whole town talking, 'cause she's a genuine Venus from her head down to her feet. I don't rate high in society, I don't possess a PhD, I'm all set confidentially, because I've got a girl who loves nobody but me now. She don't love nobody but me. She told me she'd give me all of her love and never ever leave me. She don't love nobody but me. Im Gespräch. Klimawandel, können oder wollen wir nichts tun? Unser Gast zum Thema ist Mojib Latif, Klimaforscher und Meteorologe vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und die 00800-2254-2254 hat Dietmar Otto aus Leipzig gewählt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Otto, mein Name. Ja, mein Beitrag wäre der ungebremste Bevölkerungszuwachs, der die Erde belastet. Also welcher Politiker hat mal den Mut zu sagen, irgendwo ist eine Obergrenze erreicht? Also wir gehen auf die 8 Milliarden, 9 Milliarden, 10 Milliarden. Wer sagt, irgendwann Schluss? Denn der ganze Fortschritt, den die Technik macht, der wird praktisch aufgefressen. Okay, Dietmar Latif, welche Rolle spielt dieser Bevölkerungszuwachs, den Dietmar Otto angesprochen hat? Ja, also klar, mehr Menschen verbrauchen mehr Ressourcen, entlassen mehr Klimagase, aber das ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass einige wenige Menschen den Großteil der Ressourcen verbrauchen. Herr Otto, wenn man sich das mal ansieht, ein Amerikaner zum Beispiel, der entlässt 17 Tonnen CO2 pro Kopf und Jahr, ein Deutscher knapp 10 Tonnen, und wenn Sie dann mal einen Inder zum Vergleich nehmen, der ist immer noch unter 2 Tonnen. Also ich finde, das ist so ein bisschen Wohlfall, dann immer so auf die Bevölkerungsexplosion hinzuweisen. Unser Lebensstil ist nicht übertragbar auf den Rest der Welt. Und da müssen wir letzten Endes ansetzen. Herr Otto, überzeugt Sie das? Nee. Also irgendwo muss doch, es kann doch nicht sein, dass irgendwann mal 15 Milliarden Menschen auf dieser Erde leben. Nein, das wird auch nicht. Da brauchen wir einen neuen Planeten. Ja, das wird auch nicht passieren, Herr Otto. Also ich, meinen Sie wirklich? Ja, ich bin mir sicher, dass das nicht passieren wird. Aber wieso passiert das nicht? Einfach, man kann ja keinen dem Recht absprechen, jetzt Kinder zu zeigen. Ja, das ist schon richtig. Aber der Schlüssel zum Erfolg ist doch Wohlstand für alle. Ich meine, wir sehen es ja bei uns. Wir müssen es wirklich hinbekommen, dass wir die Menschen, die auf diesem Planeten leben, dass sie auch vernünftige Lebensbedingungen haben. In dem Moment wird sich das Bevölkerungsproblem auch von alleine lösen. Darum muss es letzten Endes gehen. Und wir können es uns nicht erlauben, und das hat der Papst ja auch gesagt, wir müssen die Verbindung herstellen zwischen den Armen dieser Welt und der Anfälligkeit des Planeten. Das ist genau der Schlüssel. Danke, Dietmar Otto in Leipzig, und jetzt Peter Valentin aus Bonn. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich habe folgende Frage. Und zwar gibt es Studien darüber, dass man mit biologischer Landwirtschaft entsprechend über den Bodenaufbau, Humusaufbau, Kohlenstoff abpuffern könnte in der relevanten Menge. Das wäre die erste Frage. Vielleicht will der Herr Latif schon mal antworten. Genau.
Ja, das funktioniert auf jeden Fall, ist ein guter Plan, aber reicht nicht. Das heißt, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir müssen tatsächlich den CO2-Ausstoß drastisch senken, sonst haben wir keine Chance. Und die zweite Frage, Herr Valentin? Die zweite Frage ist im Kontext, Sie haben vorhin die Pflicht, in Anführungszeichen Klimaflüchtlinge angesprochen. Da gibt es ja leider das Phänomen oder die Schäden durch das Militär und auch durch zum Beispiel Uranminen oder entsprechende Politik, zum Beispiel im Irak und in Afghanistan hat man ja Uranmunition ausgebracht und man hat jetzt über die amerikanischen Konzerne dort gentechnisch verändertes Saatgut ausgebracht, hat dort die heimische Landwirtschaft zerstört. Und das gibt zum Beispiel Hinweise, dass die offenen Uranminen in Afrika zu Dürrekatastrophen führen. Also diese Frage an den Herrn Latif: Wie weit wirkt sich Urantechnologie oder Atomtechnologie nachteilig auf das Klima aus und auf die Menschen natürlich sowieso? Okay, danke Peter. Ja. Valentin in Bonn. Und also Herr Valentin, klar hat es Auswirkungen, aber nicht auf Klima. Also es hat lokale Auswirkungen. Wir haben es ja jetzt gerade in Fukushima auch gesehen, dass da das ganze Erdreich zerstört ist, dass auch sehr viel radioaktiv verstrahltes Wasser in die Meere gelangt ist. Das ist ein Problem. Gerade in Fukushima sind ja jetzt an den Stränden Tausende und Abertausende von schwarzen Müllsäcken gelagert mit belastetem Erdreich, das man abgetragen hat. Aber fürs Klima ist es nicht relevant, aber natürlich für die Umwelt absolut schädlich. Und Karl Rheinländer aus Heimweiler hat die 0080-22-54-2254 gewählt. Guten Morgen, Herr Rheinländer. Ja, guten Morgen. Ich könnte jetzt auch anfangen, was ich jetzt alles in meinem persönlichen Umfeld anders mache, aber ich habe so viel zu sagen, ich komme gleich mal zum Punkt. Ich glaube nicht, dass da in Paris irgendwas Relevantes beschlossen wird. In der Bevölkerung, habe ich festgestellt, besteht auch ein großes Missverständnis. Man denkt, dort wird was verbessert. Die Leute begreifen einfach nicht, dass da nur geplant ist, eine Verschlimmerung zu verlangsamen. Das ist ein großer Unterschied. Ich sage, man müsste eigentlich eine Provokation machen, weil es ist auch in Paris schon deshalb nicht zu erwarten, weil unser Wirtschaftssystem auf dem Prinzip der Nichtbezahlung von erzeugten Schäden durch die Verursacher gründet. Das heißt, solange nicht das Wirtschaftssystem geändert wird, in diesem Punkt wird die Erzeugung von Umweltschäden immer weitergehen. Ich plädiere dafür, eine Provokation loszulassen, indem man fordert einen Sofortausstieg aus der Kohlenstoffwirtschaft, aus der kohlenstofferzeugenden Energieerzeugung. Das wäre natürlich ein großer Skandal, weil die Folgen sind sehr drastisch. Aber man muss mal entgegnen, wie viele Menschen stehen diesen 7,5 Milliarden, die momentan leben, die von einem Sofortausstieg betroffen werden, denn gegenüber. Ich glaube, aus dem Büro vom Herrn Latif habe ich eine Zahl gelesen, dass in 1000 Jahren noch etwa 30% oder ein Drittel des heutigen CO2s erhalten ist. Das heißt, wir können ruhig mal die nächsten 1000 Jahre dazu rechnen, wenn wir von der Prognose 9 Milliarden, da wird sich etwa die Bevölkerungszahl einpendeln, ausgehen, 72 Jahre Lebenserwartung, dann sind das 10 Milliarden pro Jahrhundert, das sind 100 Milliarden Menschen stehen in 1000 Jahren diesen 7,5 Milliarden von heute gegenüber. Wie würde eine demokratische Abstimmung ausfallen, wenn man die Frage stellt, sollen wir sofort aussteigen oder nicht? Mojit Latif, was sagen Sie? Ja, das sind natürlich die Fragen, die auch mir durch den Kopf gehen. Also welche Legitimation haben zum Beispiel die Industrienationen gegenüber den Entwicklungs- und den Schwellenländern weiterhin so viel CO2 auszustoßen? Sie haben ja gewissermaßen die Atmosphäre schon randvoll mit diesen Gasen gemacht und jetzt heißt es irgendwie, die Schwellenländer müssen mehr machen. Indien muss mehr machen, China muss mehr machen und so weiter. Das ist natürlich irgendwo ein zweischneidiges Schwert, will ich mal sagen. Klar, wir müssen aus der fossilen Wirtschaft aussteigen. Aber was heißt das jetzt genau? Was heißt Sofortausstieg, wie Rheinländer das gefordert hat, aus der CO2-Wirtschaft? Was bedeutet das? Genau, also
um wirklich drastische Klimaänderungen zu vermeiden, müssen wir, sagen wir mal, weltweit so um die Mitte des Jahrhunderts ausgestiegen sein. Ja, also das ist so ungefähr Woraus der fossilen Energiewirtschaft. Das heißt also, wir dürfen Energie nicht mehr erzeugen. Keine durch die Kohle. Verbrennung von Kohle, durch die Verbrennung von Öl oder durch die Verbrennung von Gas, weil das ist der Hauptteil beim Ausstoß von CO2. Und was ist mit dem Holz, das der Hörer vorhin, genau. mit dem der Hörer vorhin Das, das Holz funktioniert nur dann, wenn es gewissermaßen ein Kreislauf ist, wenn dass die Bäume, die wachsen, genau das wieder rausnehmen, was jetzt durch die Verbrennung wieder in die Atmosphäre entlassen wird. Das heißt, es muss neutral sein. Dann funktioniert Holz, sonst funktioniert Holz auch nicht. Aber wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wir tatsächlich, und da bin ich mir tatsächlich auch einig mit den Kollegen der Wirtschaftswissenschaften, es muss einen Preis geben für Umweltzerstörung. Wenn es den nicht gibt, wird alles so weitergehen wie bisher und das Ganze wird immer... Also Kosten, sich, nicht jetzt genau, einen Preis als Auszeichnung. Nicht ein Preis, sondern genau, Sie haben recht, also es muss kosten, es muss etwas kosten, die Umwelt zu belasten, zu schädigen. Wenn das nicht der Fall ist, und zwar muss es ordentlich kosten. Aber ja. wie realistisch ist das, das durchzusetzen? Und das müsste ja weltweit durchgesetzt das werden. Das müsste weltweit durchgesetzt werden. Ist aber das nicht eine Utopie? Ja, weiß ich nicht, ob das eine Utopie ist. Die Frage ist doch immer, die wir uns stellen müssen, wollen wir aus Kostengründen die Welt gegen die Wand fahren? Also das ist doch tatsächlich die eigentliche Frage. Und diese Frage müssen wir den Leuten, die jetzt in Paris am Verhandlungstisch sitzen, diese Fragen müssen wir ihnen stellen. Und wenn sie diese Frage mit Ja beantworten, dann können sie so weitermachen wie bisher. Wenn sie aber sagen, nein, wir wollen es nicht aus Kostengründen, wir wollen nicht aus Kostengründen die Welt gegen die Wand fahren, dann müssen sie sich endlich mal einigen. Ja, wie optimistisch sind Sie da? Naja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht an die Verhandlungen. Da mache ich aus meinem Herzen auch keine Mördergrube. Ich hoffe einfach, dass die Entwicklung bei den erneuerbaren Energien so schnell geht, viel schneller als die Vorhersagen jetzt sind, was auch in der Vergangenheit immer der Fall gewesen ist. Die Vorhersagen haben immer hinter der eigentlichen Entwicklung zurückgehangen. Auch in Indien beispielsweise. Indien sagt zwar jetzt gerade, dass sie es nicht machen wollen, aber ich denke mal, sie werden es gar nicht anders hinkriegen. Sie werden die vielen Menschen auf dem Land gar nicht mit Strom versorgen können, wenn sie nicht auch die erneuerbaren Energien benutzen, also die Sonne vor Ort, den Wind vor Ort und so weiter. Deswegen hoffe ich, das ist eigentlich wirklich das, wo ich im Innersten dran glaube, dass die Entwicklung wirklich so schnell geht, dass am Ende wirklich die Klimaverhandlungen obsolet werden. Sagt Mojib Latif, Klimaforscher vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Heute unser Thema Klimawandel. Können oder wollen wir nichts tun? Rufen Sie an unter der 00800 2254 2254 oder schreiben Sie eine E-Mail an gespräch@deutschlandradiokultur.de.